Willkommen zur nächsten Partie. Köln gegen Eintracht Frankfurt hier am 27. Bundesligaspieltag am Dienstag. Nachher gibt es noch Dortmund gegen den HSV und vorhin hattet ihr Hoffenheim gegen Bayern und Bremen gegen Schalke bereits erleben dürfen. Es gab wieder einige Tore, rote Karten. Was haben wir noch? Was fehlt? Pfosten- und Lattentreffer komplett. Wir brauchen noch ein Eigentor. Wir brauchen endlich mal wieder einen Elfmeter. Und ja, einer, der das vielleicht heute schafft, das ist der Herr Fummler an der Pfeife. Ja, der an der Pfeife ist die größte Pfeife überhaupt hier, der Dr. Fummler. Modest. Das war, ja, das Elfmeter. Ja, war klar. Ja, für mich sind die Schiri hier alle Pfeifen. So, ich habe gemerkt, du hast deine Taktik umgestellt. Ich habe sie hier rausgefiltert. So einfach. Wie jetzt gefiltert? Rausgefunden, was du anders gemacht hast. Echt jetzt? Ja, und... Oh! Wie hast du das jetzt angestellt? Wir haben das herausgefunden. Ich habe Analyse betrieben. Scheiße. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, was du vorhast. Ich habe jetzt nur vergessen, irgendwas zu machen. Aber ich hoffe, ich kann das Blatt jetzt hier am Spieltag wenden. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, ich merke schon. Also Mucke ist hier hungrig auf Tore. Oh, da behindern sie sich wieder gegenseitig. Er hat sich ja in der Zeit auch nochmal gestärkt mit einer ordentlichen Pizza. Ja, Pizza Hawaii. Ja, ich habe ein leckeres Eis verputzt. Ah, und jetzt? Ja, es war ein Macadamia Vanille, Vanille Karamell Eis. Oh. Ja. Nicht schlecht. Gab's bei Lidl. Oh ja, hier, Fummler. Ja. Da war die Stolle so tief drin, oder da kam ich nicht mehr raus. Komm jetzt. Angriff. Ja, vergesst unsere Webseite nicht, fifa-online-bundesliga.de, da gibt es mittlerweile eine Mediathek, dort sind alle Videos von uns zu finden, vom FIFA-Projekt, ihr habt die Übersicht vom Spieltag, die ganze Zusammenfassung von allen Toren, allen Highlights, pipapo, die Einzelspielanalyse, wenn ihr sagt, ihr wollt doch mal sehen, in welcher Minute wer eine gelbe Karte bekommen hat, wann die Treffer gefallen sind. Das könnt ihr alles nachlesen. Und natürlich hat jeder Fußballer, der hier in Erscheinung tritt, ebenfalls ein eigenes Profil. Auch jeder Verein, jeder Schiedsrichter. Also tobt euch da aus. Genau. Außerdem habt ihr so gesehen dann auch die Möglichkeit, wenn es jetzt zum Beispiel auch strittige Situationen gibt, euch die Stelle anzugucken, weil sie ja aufgeschrieben ist. Und da könnt ihr gegebenenfalls eure Meinung darunter setzen und sagen, wie ihr das seht. Genau, vollkommen richtig. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Oh, also das gibt's ja in Frankfurt. Was machst du hier? Das ist so gut. Ja, aber es kommt immer noch nichts Zählbares dabei rum. Ah. Ich wusste, der geht dahin. Köln hat zu tun. Ach. Du. Ah, da verspringt der Ball. Das gibt's nicht. Oh, Höger hier ganz allein. Ja, musste langsam machen. Oh, schwach. Ja. Und das war schwach. Ja. Oh, Elfmeter? Nein. Oh, Mann. Ah, Fummler holt mal die gelbe Karte raus. Von dem will er schon mal die Handynummer. Oh, Modest, den musst du jetzt reinköpfen. Komm. Nee, der ist ein bisschen missraten. Oh Gott. Ja, oh, da schmeißt sie sich selber um. Ach. Leck mich an der Ziege. Alle mal nach vorne. Oh, Radetzky. Meier. Das war nix. Da geht der Ball wieder genau in die andere Richtung. Und er geht schon wieder in die andere Richtung. Und wieder in die andere Richtung. Oh, das war... Schöner Fehlpass. Und er geht wieder in die andere Richtung. Oh Gott, das kann ja hier was werden. Gut gemacht. Ja. Oh, zu steil. Weiter. Oh.
Lass den Vorteil noch laufen! Das muss rot geben. Ja. Das war letzter Mann und eine klare Verhinderung einer Torchance. Ich wäre durch gewesen. Frei zum Schuss. Hätte einnetzen können. Egal. Kann man jetzt nicht ändern. Oh Mann, in Unterzahl hier. Ja, meine erste rote Karte jetzt. Ja. Naja. Ja. Die Mauer. Oh, und ich sehe noch mal gelb. Oh, und der Kopfball war gefährlich. Oh. Da hat man doch den Pfosten. Scheiße. Meine Güte. Alter, konzentriert euch jetzt mal ein bisschen hier. Oh. Ach du Scheiße. So, jetzt Köln. Oh, fuck, hier ist viel zu viel Platz. Viel zu viel Platz. Platz. Modest, oh, Modest, das geht doch schneller. Der stürmt hier, bis er stirbt. Wir werden schon rot angezeigt. Ja. Oh! Latte! Okay, jetzt haben wir alles. Na, wovon träumst du denn? Alter, jetzt geht's los hier. Okay, wir nehmen Fahrt auf. Auf beiden Seiten hätte es mittlerweile krachen müssen. Meine Fresse, ist das spannend. So wollen wir das. So, Lehmann. Oh, Fummler, was machst du da? Sind wir behindert oder was? Und was war das für ein Freistoß, bitte? Oh, schön, Aktion. Oh, Fummler, ich weiß, du willst Kontakt haben, aber das bringt dir nichts. Stendera! Oh! Oh! Nein, der hat schon gelb, der hat schon gelb. Oh! Oh! Uiuiui. Oh, oh, gibt's eine Karte? Gibt es dir gelb-rot? Nein. Hast du ein Schwein? Oh Gott, oh Gott. Oh, voll ins Gesicht. Ja, da ist nichts mehr dran. Hä? Ah, ja, gut. Ich hab jetzt! Oh, war das abseits? Abseits, 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 abseits. Oh nein, ist das scheiße. Ja, Torwart. Ich hab auf X zum Passen gedrückt. Was ist das denn jetzt für ein Scheißwurf? Ach, ach du meine Güte. Ja! Hau den doch weg! Und Halbzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für eine Halbzeit. Ey, und es steht 0 zu 0. Das kann man ja gar nicht glauben. Ja, meine Chancenverwertung vom letzten Spieltag ist wie tot. Da ist keine mehr. Ja. Mugge hatte richtig viele Möglichkeiten. Bei mir natürlich der Lattenkracher. Schade. Aber ich habe jetzt einmal weniger. Vielleicht ein Vorteil dann für Frankfurt in Durchgang 2. Schussgenauigkeit ist Mugge besser, Passgenauigkeit auch. Ich werde jetzt hier mal kurz wechseln. Ich werde auch einen rausnehmen. Also der Risse darf nicht mehr drin bleiben, sonst sieht er wirklich noch gelb-rot. Da bist du nur noch mit 9 Mann dran. Das ist ein bisschen... Boah, ich nenne es gefährlich. Aber... Was will er denn da schon wieder? Oh, fuck. Ah, das war jetzt nicht ge... Ja, komm. Komm. Was für ein Schweinchen spielen hier. Ja. Ah, das war gut. So, war wichtig. Sonst wärst du durch. Das pfeift er auch wieder. Jetzt hör da auf. Was hat der für eine Linie? Wieder Meier mit dem dritten Freistoßversuch hier. Aus einer wirklich guten Position. Ja. Und wieder die Mauer. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist ein sauguter Konter hier. Ja. Ja!
Genau dahin! Ach, zu wenig Druck. Aber die Zuschauer honorieren es und applaudieren fleißig. Mhm. Uiuiui. Der ist aber frei. Ach du Mist. Das darf doch nicht. Nein! Oh, Fumlo, du stehst schon wieder im Weg. Oh, scheiße. Hab meinen eigenen Mann noch mitgenommen, aber das muss er abkönnen. Ja. Oh, schön. Oh, hey, schön. Ey, Mann. Konzentriert euch. Zu leichter Ballverlust. Oh, da muss sogar Modest hinten aushelfen. Ja. Oh. Fangen wir hier an zu tänzeln. Ballett? Jetzt ist Modest auf einmal da vorne. Oh, Freistoß. Oh, gut gemacht. Oh! Nein, nein! Rauf, rauf, rauf! Oh. Ganz stark vom Keeper. Haben wir! Also Frankfurt hat jetzt wirklich die Spielkontrolle. Ja, der pennt! Oi, oi, oi. Der pennt! Der pennt! Meine Fresse! Da solltest du dir nicht hinpassen! Geh da rauf! Ja, die sterben gerade alle hier. Oh, wer den Ball da mitnimmt! Oh, los! Fabian ist. Er ist gar nicht mehr. Ja, gut so. Hast du noch? Schöner Ball. Sehr gut gemacht. Ja! Oh, die Kräfte lassen nach. Ja. Wir sprinten zu viel. Es ist wieder ein sehr intensives Spiel. Genau. Ach du. Ja, bleib halt liegen. Ja, das. Ja, und das läuft er dann ab, ne? Ja. Schluss, Viertelstunde, ich muss da reagieren. Selbst Meier ist so gut wie tot. Ich kann ja nur noch zweimal wechseln. Ich auch. Hast Ei getötet? Oh, sehr gut. Anderson ist tot, den muss ich jetzt auswechseln. Das kann ich mir jede Schlussviertelstunde nicht erlauben. Ja. Aber da passiert generell auch hier, Frankfurt nutzt die Chancen nicht, die kommen, obwohl man hier überlegen ist mit einem Mann mehr auf dem Platz. Ah, der ist weg. Ecke? Nee. Doch. Doch. Ah, zu dicht. Oh! Ja, ja, und das pfeift er nicht. Eise. Schön gemacht. Oh, das. Alter. Ah! Na gut. Fehler auf allen Seiten hier, das ist so. Mein Gott, wann hatten wir zuletzt 0-0? Ich arbeite gerade dran, dass es nicht dabei bleibt. Oh, super. Helfen. Ja. Hand! Das war das Bein. Ist mir egal. Ist ja. Ey, rot. Ja. Ja, rot. Nein, 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 tu das nicht, nein, Topfuß. Okay, damit sind die Verhältnisse wieder ausgeglichen. Da kamen wir endlich mal wieder nach vorne. Schön gemacht.
Oh, das Grauen war aber laut hier. Ja, die Stimmung, die wird wieder besser. Na. Haben wir. Durchsetzen, durchsetzen. Oh, ja. Ach, komm. Los, Köln. Köln! Köln! Aufpassen. Ja. Die Nachspielzeit läuft. Alter, kein Tor, das gibt's ja gar nicht. Bei den Chancen. Und das war's. Jetzt wird abgepfiffen, 100%. Nein. Lass ihn noch. Ja! Modest! Ja, 0-0 geht das Spiel hier aus. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Riesenwirklichkeit. 0-0. Boah, was ein Spiel. Oh Mann. Mein Herz. Puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Ja, Tore 0-0. Ein Unentschieden. Das zweite in Folge. Ja, definitiv. Weil es ist schon Ewigkeiten her, dass es 0-0 stand. Oh ja, da könnt ihr nachschauen. Auf unserer Seite mal. Ja, das heißt, momentan auf dem Spieltag führst du immer noch mit 5-2 Punkten. Definitiv. Und wir haben ja heute am Dienstag sogar noch eine weitere Partie, Dortmund gegen den HSV. Genau. Schaltet da wieder ein. Bis dann. Tschüss.